Hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir sind immer noch in einer Stadt, die ich noch nicht weiß, ich weiß immer noch nicht, wo wir sind, weil eigentlich dachte ich, dass wir ziemlich im Norden in einer Stadt wären. Aber, okay, ich weiß, wo ich bin. Ich bin in Svetlojarsk. Deswegen können wir da auch den Dings sehen. Deswegen können wir da auch den Hafen sehen, die Küste. Und ich dachte, ich wäre eine. Boah, voll fett, die Dings gerade eben, die Libelle. Und ich dachte, ich wäre eine Stadt nördlicher. Okay. Ich werde hier nochmal kurz durchgucken, was es hier noch so zu looten gibt. Wir haben ja hier einen Brown Hoodie gefunden. Und das ist immer sehr gut. Wir haben immer noch unseren schönen Schulrucksack auf. Ach so, das kann man mitnehmen. Streichhölzer. Vielleicht können wir. Oh, Spitzhacke. Können wir damit was anfangen? Können wir damit Dosen öffnen? Nö. Dann nehmen wir doch lieber wieder unseren Baseballschläger. Mit einer Feuerwehr-Axt würde es gehen. Das weiß ich. Außer sie haben das gefixt. Das wäre natürlich nicht schön. Aber dann wird es auch nicht mehr gehen. So. Jetzt weiß ich, das erklärt sich natürlich auch so ein bisschen, warum ich auch nicht hinlegen. Ich drücke immer die verkehrten Tasten. ja. Oh, hier ist ein großes Gebäude. Oh, ich mag immer nicht so in große Gebäude reingehen. Ich wurde schon mal auf einer anderen Map. Der kam mir im Treppenhaus ein Bambi entgegen. Oh, da steht ein Zombie. Hat er mich gesehen? Noch nicht. Komm her. Da ist eine scheiß Schaufel. Pants habe ich eine bessere an. Auf jeden Fall, was das Cargo angeht. Ich will mal den Zombie da besuchen. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Ich würde mal aufstehen. Ja, ist ja gut. Oh, Alter, der hat mich sogar getroffen gleich. Zack. Wie ihr seht, ich bin nicht der beste Zombie-Killer. Voll gar nicht. Uah. Jawohl. Ah, ich bin zu weit weg. Gelbe Kette. Gelbe Kette ist immer gut. Zack. Neun. Komm schon. Komm schon. Wieder einen verpasst. Und ein in the face. Nein, noch nicht. Jetzt. Ah, komm schon. Fall endlich um. Richtung wechseln. Ja, aber es ist gut, dass wir hier gerade rausgegangen sind, weil da vorne sind Garagen wieder. Ja, der hat gesessen, wa? Auch wenn ich froh, wenn ich eine Pistole habe, ey, dann drücke ich den Typen hier eins ins Gesicht und dann ist gut. So, kann man wieder wegstecken. Wir gehen mal in die Garagen. Vielleicht ist da irgendwas zum Dosen öffnen. Was ist das hier? Achso, das ist ja dieser. Oh. Fisch. Scheiße, ich höre Schritte. Ich glaube, ich habe gerade Schritte gehört. Das ist nicht gut, wenn ich Schritte gehört habe. Aber wenn ich jetzt Schritte gehört habe, kann das bedeuten, dass hier ein Spieler ist. Und je nachdem, was das für ein Spieler ist, fange ich entweder gleich wieder neu an. Machete, vielleicht kann ich mit der Machete endlich mal eine blöde Büchse öffnen. Oh, es geht. So, pass mal auf, wir machen hier mal zu. Die Tür zu. Wollen beim Essen nicht gestört werden. Also wenn er es mitgekriegt hat, dass ich hier bin.
Dann hat er auch mitgekriegt, wo ich bin. Dann kann ich jetzt auch in Ruhe essen. Wenn er mich jetzt. Gut, es macht vielleicht keinen Sinn zu essen, wenn man eh gleich stirbt, aber. Aber was soll's. Oh, eine Schrotflinte wäre natürlich auch eine geile Sache, ne? Für. Als Bewaffnung. Mal gucken, was wir so finden auf unserer Reise. Auf unserer Reise durch das schöne Daisy-Land. Oder Tscherno-Russland. Oh, mal eine Cola noch hinterher trinken. Oh, mal richtig schön satt essen jetzt, wo man hier mal. Wo man sich mal die Dosen aufmachen kann und. Lecker, lecker. Vor allen Dingen steht hier auch alles gleich noch voll. Das ist auch für mich der Auftakt, sich so schnell wie möglich hier aus dieser Stadt zu verpissen. Also, einfach weil es eine Küstenstadt ist. Wir sind in der Nähe vom östlichen Airfield. Das gibt so viele Gründe, nicht hier zu sein, weil das einfach zu gefährlich hier ist. Ja. Genau, ich würde nämlich die Stadt ohne Namen möchte ich eigentlich auch gerne meiden. Ich will lieber. So, wir gucken noch, was wir hier nochmal finden an Loot. Das ist eine Büchse Bier. So, jetzt sehen wir lieber zu, dass wir hier rauskommen aus der Stadt. Wir sind ja da ungefähr. Ich würde gerne in Richtung Westen verschwinden. Ist das ein Spieler da hinten oder ein Zombie? Vermute mal ein Zombie, oder? Der bewegt sich halt nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein Zombie ist. Ich hoffe es. Oder irgendwas anderes, was. So, wo war die Küste? Ungefähr da war die Küste, ne? Da, oder da ist die Küste. So, wenn da die Küste ist, dann müssen wir grob in die Richtung und da ist noch eine einsame Scheune. Das könnte die sein. Ja, hier ist der Zaun kaputt. Beziehungsweise intakt. Gut, wir laufen. Wir laufen hier den Berg hoch. Das ist ein Zombie, definitiv. Der kann mich auch mal ganz gepflegt. Also das ist ein Military-Zombie sogar. Ein Military-Zombie. Der wird mich jetzt verfolgen. Oh, mal gucken, wie lang. Ja, genau. Da kommt noch einer. Scheiße. Ein bisschen ausweichen. Könnt ihr euch vielleicht gegenseitig kaputt hauen? Oh nein. Oh, da kommt noch einer. Alter, wie viele kommen denn da? Oh. Gut, da müssen wir reagieren. Das, oh, und ich blute auch. Das ist scheiße. Scheiße. Wo ist denn meine Waffe? Wo ist denn meine Waffe? Nicht das Ding. Das Ding. Zack. Das müssen wir mal. Drei Zombies mit einer Machete wegmachen. Oder wir sterben mal wieder an Scheiß-Zombies. So eine Fickpisse. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Das wäre natürlich super doof, wenn wir jetzt wieder an. Wir haben einigermaßen gute Ausrüstung. Jetzt haben uns hier drei Zombies aufgeschalten, ey. Was für ein Mist, ey. Boah, die haben mich ganz schön. Ist jetzt blutig nur. Deswegen bin ich nicht so gerne an der Küste. Einerseits sind da Spieler, die ist erstmal nur auf die Nase gefallen. Einerseits sind da Spieler und irgendwie habe ich das Gefühl. Aber ich habe auch schon gehört, der ist tot. Ist auch irgendwie komisch zu sagen, der Zombie ist tot. Aber ich habe bei anderen Let's Plays auch schon gehört, dass die Zombies angeblich. Kann ich das Ding da mal ausschalten? Wie kann man denn.
so voll um. Wie gesagt, ich habe in anderen Let's Plays schon gehört, dass die Zombies die Herde geworden sein sollen. Das ist gut jetzt. Schnell verbinden. Gut. Verbunden, das ist immer gut. Das Messer kannst du wieder wegstecken. Ich gehe mal hier in die Scheune. Ich mal ein bisschen zu. Ein bisschen was zu essen. Und auch was zu trinken. Um halt das ein bisschen auszugleichen, was ich jetzt verloren habe bei dem Zombie-Kampf. Wie kann ich denn diese Direktkommunikation wegmachen? Schließen. Wie kriege ich die weg? Wie kriege ich die weg? Ich will sie nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Naja, gut, nochmal schnell eine Dose trinken. Ich muss irgendwie einen Rechtsklick wegmachen, nee, ne? Das ist ja doof. Jetzt hören mich die auch im Spiel. Was ist das denn? Ah. Interessant. Ich habe was im Wald gehört. Das ist erschreckend, dass ich was im Wald höre. Gut, was soll's. Auf geht's. Weiter. Ich will nämlich weiter ins Landesinnere. Ich will hier auch ein bisschen durch die Wälder laufen. Ich habe jetzt einen Wald durch den Wald bin ich jetzt gerade und über eine Straße. Ich hoffe nicht, dass ich beim Airfield rauskomme. Ich habe leider noch keinen Kompass. Aber beim Airfield weiß ich haargenau, ja, da gibt's Stress und da ist eine Ruine. Hm, wenn ich schon eine Feuerwaffe hätte, dann würden wir die Ruine mal besuchen. Weil. Ah ne, das ist nur ein Felsen. Naja. Da ist auch eine kleine Ortschaft. Ein paar Gebäude. Komm, da gehen wir mal hin und gucken mal, was da los ist. Aber. Vorher werden wir uns hier mal abhocken, ein bisschen in der Gegend rumgucken und mal ein klein wenig beobachten. Gut, und die Ortschaft da vorne werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.